Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vince steckt gerade in der schlimmsten Trotzphase, die wir bisher jemals hatten. Und das wollte ich zum Anlass nehmen und ein Video darüber drehen. Dass er so ein bisschen zickig geworden ist, das ging los, seit er ungefähr 2 Jahre alt ist. Aber das war alles noch im Rahmen. Ich habe immer gesagt, wir haben ein sehr humanes Kind. Also wir hatten noch nie den Fall, dass er sich irgendwo im Geschäft auf den Boden geworfen hat oder nicht mehr mitlaufen wollte oder sowas. Es war halt immer mal wieder natürlich, dass er so rumgezickt hat oder dann mal wütend geworden ist oder so. Aber da gibt es halt bei uns im Wohnzimmer eine stille Ecke, in die er dann gehen muss. Das war dann mittlerweile auch so weit, dass er dann von allein dahin gegangen ist, weil er wusste, was Phase ist. Und seit ein paar Wochen ist es aber richtig, richtig schlimm geworden. Also im Kindergarten ist es halt auch. Und da haben wir natürlich ein bisschen mit seinen Erzieherinnen auch drüber gesprochen. Die sagten halt, es ist halt jetzt so ein... Das typische Alter dafür, zwischen 3 und 4, ist diese klassische Trotzphase und man kann nur hoffen, dass es mit 4 Jahren vorbei ist. Und ich wollte so ein bisschen darüber sprechen, wie das bei uns ist, was ich in diesen Phasen mache, wie es mir dabei geht. Und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps für mich. Ich möchte aber gleich zu Anfang sagen, falls sich hier die Helikoptermütter wieder auf den Plan gerufen fühlen, so mache ich das und so halte ich das für richtig, sonst würde ich es nicht tun. Natürlich bin ich dankbar dafür, wenn ihr noch den einen oder anderen Tipp zum Beispiel für mich habt, aber ich möchte nicht für meine Erziehungsmaßnahmen verurteilt werden, bitte. Und zwar hat sich das irgendwie so schleichend irgendwie entwickelt. Es ging halt damit los, dass ihm oft langweilig war und aus dieser Langeweile heraus hat er dann halt Blödsinn gemacht und das, was mich dabei dann immer am meisten stört, ist, wenn er Svea dann so drangsaliert. Also wenn sie zum Beispiel krabbelt, dann hält er sie halt am Fuß fest. Oder er ist der Meinung, dass es unglaublich lustig ist, ihr ein Kissen ins Gesicht zu werfen. Was aber natürlich dann irgendwann dafür sorgt, dass sie, wenn sie halt blöd steht und sich nicht halten kann, hinten rücks überfällt oder solche Sachen. Ich weiß, Vince kann das alles nicht einschätzen. Aber wenn ihm halt langweilig ist, ist im Moment so seine liebste Tätigkeit dann, da irgendwie sich Svea vorzunehmen. Und da ist dann schon der Punkt, ich ermahne ihn und ich ermahne ihn noch ein zweites Mal. Ich erkläre ihm auch, dass, also, was das Problem ist. Also, und ich glaube auch, dass er das sehr, sehr gut versteht. Ich sage ihm halt, dass Svea noch sehr klein ist, dass sie sich noch nicht so gut halten kann, dass sie dann umfällt, dass sie einfach noch nicht so groß und stark ist wie er. Oder aber auch, ich frage ihn dann auch, wie er es finden würde, wenn er laufen möchte und ich ihn festhalten würde und so. Ich erkläre ihm das schon. Und wie gesagt, ich ermahne ihn einmal und ich ermahne ihn ein zweites Mal. Und ich erkläre ihm immer, was mir an dieser Situation nicht gefällt. Und wenn es dann beim dritten Mal passiert, dann bekommt er halt auch eine Strafe dafür. Bei uns gibt es so einen Strafenkatalog, sage ich jetzt einfach mal. Strafe Nummer 1 ist für den Abend Fernsehverbot. Strafe Nummer 2 ist, dass dann die Abendgeschichte wegfällt und so staffelt sich das dann. Und manchmal entstehen aus diesen, das baut sich so auf, also die Langeweile, dann drangsaliert er Svea, dann bestrafe ich ihn dafür und dann ist meistens so der Punkt, wo er ausrastet. Und dann gibt es ganz verschiedene Ausbrüche. Also gestern hatte ich zum Beispiel den Fall, er stand einfach nur da und hat geschrien und ist so die Krokodilstränen, die man so kennt, also wirklich aus vollster Seele gebrüllt. So. Und da haben Svea und ich dann einfach den Raum verlassen und ihn gelassen. Das mache ich relativ oft, dass dann in dieser Situation, wo wir gerade sind, ich mit Svea rausgehe und ihn da drin lasse. Das funktioniert dann auch meistens am schnellsten, dass er sich dann auch wieder beruhigt. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass er dann geschlagen hat. Also schlagen, wie ein Kind halt schlägt, ne? Also hier mal so oder so. Aber das geht auch gar nicht, das unterbinde ich auch mal sofort. Darauf folgt dann natürlich schon gleich die nächste Strafe beispielsweise. Und auch immer noch dieses, dass er dann in seine stille Ecke muss. Und da bekommt er dann die Ansage, wenn er da sich hingestellt hat, dass er wiederkommen kann, wenn er sich beruhigt hat. Ich habe, also das geht wie gesagt Wochen und es ist jeden Tag. Und ich bin der Sache halt so ein bisschen auf den Grund gegangen, habe auch ein bisschen gelesen. Ich weiß, dass es was ganz Typisches ist, dass das einfach in der Entwicklung des Kindes eine Phase ist, die stattfinden muss quasi. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nichts Angenehmes, weder für ihn noch für mich. Und meistens kann er mir auch nicht sagen, warum er gerade wütend geworden ist oder trotzig. Ich glaube, das ist wie gesagt diese Aufbauspirale und es fängt bei der Langeweile irgendwie so ein bisschen an. Aber manchmal weiß ich auch, und das hat er jetzt mittlerweile auch herausgefunden, dass sich in ihm so dieses Gefühl aufbaut.
Und darüber haben wir immer gesprochen. Ich habe ihm gesagt, wenn du merkst, dass dieses komische Gefühl kommt, dann sagst du mir Bescheid. Und es ist jetzt mittlerweile wirklich so, dass er schon ein paar Mal zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mama, hilf mir bitte. So, und schwupps, da war die Speicherkarte voll und ich muss das jetzt irgendwie zusammenschneiden. Ich weiß nicht, wann die Kamera ausgegangen ist, deswegen fange ich einfach an einem Punkt nochmal an und hoffe, dass ich jetzt nahtlos einigermaßen da übergehen kann. Ich hatte erzählt, dass wir mit Vince herausgefunden haben, dass sich da manchmal so ein Gefühl von, ich würde es als Wut bezeichnen, in ihm einfach aufbaut. Und wir haben halt verabredet, dass er mir dann Bescheid sagen soll. Und wir hatten es jetzt schon so 2-3 Mal, dass er dann wirklich auch zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mama, hilf mir bitte. Und unser Ritual ist dann, oder das, wie wir dann damit umgehen, wir haben hier im Wohnzimmer so einen Sitzpuff, also so einen Sitzsack. Und dann hämmert er immer mit seinen Fäusten darauf ein. Ich muss auch immer mitmachen, also von alleine macht er es nicht. Und ich feuere ihn dann auch wirklich richtig an, damit er seine komplette Energie, die er da hat, da verpuffen kann und da rauslassen kann. Und diese Wut einfach auch, genau, verpufft ist eigentlich das richtige Wort dafür. Und damit sind wir recht gut gefahren. Es muss aber wirklich an diesem Anfangspunkt geschehen. Wenn er diesen Punkt nicht bemerkt, wenn er den übergeht, funktioniert es dann nicht mehr. Und dann kommen wir in diese Spirale des Bockens und des Schreins und das baut sich immer weiter auf und es ist nicht selten der Fall, dass dann der Nachmittag und der Abend auch wirklich im Arsch ist, dass er auch da wirklich nicht mehr rauskommt, dass er dann den ganzen Abend nur noch schlecht gelaunt ist. Und ja, wir haben schon verschiedene Sachen dann auch ausprobiert. Also erstmal muss er sich ausbocken und wenn er sich dann wieder beruhigt hat und wenn er sich auch entschuldigt hat, wenn es notwendig ist, versuchen wir dann halt wirklich Zeit mit ihm zu verbringen, weil das ist dann meistens auch dann, wenn es wieder schon im Bett ist. Und da kommt aber oft, auf das habe ich nicht Lust, auf das habe ich nicht Lust, auf das habe ich nicht Lust. Also ein gravierendes Problem ist auch wirklich gerade diese Langeweile. Aber wir versuchen uns dann wirklich mit ihm zusammensetzen und mit ihm zu spielen. Es kommt aber darauf an, er muss sich wirklich beruhigt haben, sich entschuldigt haben und das Ganze eingesehen haben. Wenn dies nicht so ist, dann beschäftigen wir uns auch nicht mit ihm, weil wir der Meinung sind, er muss das lernen. Und wir belohnen ihn ja quasi damit, wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken und mit ihm zusammen spielen. Und wie gesagt, wenn das halt nicht ging von seiner Seite aus, dann muss er sich selbst beschäftigen. Ist es jetzt nicht so, dass wir ihn dann den Rest der Zeit irgendwie ignorieren würden oder Liebesentzug oder irgendwie sowas. Das ist nicht der Fall, aber wir schauen da schon so, dass er auch merkt, dass er wirklich einen Fehler begangen hat und dass das Konsequenzen für ihn hat. Was für mich in diesen Situationen schwierig ist, ist zu vermeiden, dass er denkt, ich würde es eher bevorzugen, weil halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich dann in manchen Situationen einfach den Raum verlasse. Also wenn er wütend wird, dass ich dann mit Svea rausgehe. Und in dem Moment gehen wir zusammen, also Svea und ich, und lassen ihn allein. Das ist das, wo ich so ein bisschen manchmal so Bedenken habe, dass ich da ein falsches Signal sende. Aber ich muss Svea aus dieser Situation rausholen, weil wir hatten schon echt richtig böse Sachen hier, dass er halt dann in seinem, so aufgewühlt wie er war oder weiß ich nicht, wirklich mit gestreckten Beinen auf sie, also sie stand frei, mit gestreckten Beinen halt auf sie zu ist und sein Fuß quasi in ihr Gesicht und sie ist halt hinten übergefallen. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Und dann muss ich einfach sie aus dieser Situation rausnehmen. Und solange sie noch so klein ist, geht es halt einfach nicht anders. Was ich jetzt aber zum Beispiel bemerkt habe, Vince war letzte Woche zu Hause, weil er krank war. Und ich dachte schon, um Gottes Willen, wie soll das werden? Da haben wir dann jetzt hier den ganzen Tag Krieg miteinander, aber gar nicht. Also, wenn ich ihn nachmittags vom Kindergarten abhole, diese 3-4 Stunden, die wir dann noch zusammen haben, sind immer anstrengender als diese ganze Woche zusammen. In dieser ganzen Woche, wo er bei mir zu Hause war, hatten wir, ich glaube, 5 Minuten Stress. In diesen 5 Minuten, ich habe gemerkt, okay, jetzt ist dieser Schalter umgelegt, habe mir die Kinder geschnappt, habe die angezogen, habe mir halt in den 5 Minuten das Gezeter und Geschrei angehört und bin mit denen raus. Und dann war es das. Dann kam das auch nie wieder auf. Und wie gesagt, ich hatte in der Woche weniger Probleme mit dieser Trotzphase als sonst. Also es ist wirklich, der ist gestern den ersten Tag wieder in den Kindergarten gegangen und ich habe den nachmittags abgeholt. Wir sind dann noch eine Runde rausgegangen, weil ich dachte, das ist vielleicht auch noch gut, wenn wir alle noch mal draußen waren und kommen wieder heim und es geht wirklich los und halt wieder richtig, richtig extrem, richtig laut, richtig bockig, richtig zetrig, richtig, richtig schlimm. Und dann überlegt man natürlich, woran
liegt das? Bin ich am Ende des Tages nicht mehr so gelassen, wie wenn ich ihn den ganzen Tag habe? Oder hat es was damit zu tun, dass er sich im Kindergarten behaupten muss? Also dass es da einfach alles aufgeregter und aufgewühlter ist. Ich merke zum Beispiel auch, wenn ich ihn nachmittags abhole, ich muss ihm dann erstmal sagen, Vince, wir sind hier zu Hause, ich höre dich, du musst jetzt nicht mehr schreien. Also er ist dann automatisch so eine Lautstärkestufe einfach lauter, weil er es halt vom ganzen Tag im Kindergarten gewöhnt ist. Dann muss ich ihn so erstmal schon runterholen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch im Kindergarten liegt, dass er sich im Moment so schlecht alleine beschäftigen kann, weil da natürlich immer jemand da ist. Ich habe jetzt auch zum Beispiel angefangen, nichts mehr zu machen, wenn ich nachmittags beide Kinder hier zu Hause habe. Also es geht nicht mal, dass ich Wäsche aufhänge. Wirklich, es geht nicht. Ich habe das gestern wieder versucht. Es geht nicht. Ich habe den bockigen Vincent da irgendwo neben mir, der nur brüllt und meckert. Svea ist dadurch, also sie hat dann auch manchmal, also sie erschrickt sich sehr oft dann einfach auch vor ihm. Und die hängt halt dann heulend an meinem Bein und ich versuche dann noch irgendwie Wäsche aufzuhängen. Also ich habe das dann gestern sein lassen und unterbrochen. Und also das ist halt was ich jetzt noch mache, dass ich mir halt wirklich da nichts im Haushalt vornehme, dass ich wirklich dann auf die zwei Kinder fokussiert sein kann und versuchen kann zu reagieren. Aber es ist halt auch dieses Problem im Moment, wenn es zum Beispiel mit einem Gesellschaftsspiel ankommt. Ich kann mich nachmittags, wenn ich Svea auch zu Hause habe, nicht mit ihm hinsetzen und ein Gesellschaftsspiel spielen. Es geht einfach nicht, weil Svea will natürlich mitmachen. Da sind Kleinteile, da sind Würfel. Es geht einfach nicht. Und es tut mir auch unglaublich leid. Und ich möchte nicht, dass er das Gefühl bekommt, irgendwie vernachlässigt zu werden und deswegen diese Trotzreaktion hat. Aber ich weiß im Moment auch einfach nicht, wie ich es anders handeln soll. Also man kann die beiden gut auch mal alleine lassen. Es ging früher besser, wo er noch nicht so diese extreme Trotzphase hatte wie im Moment. Da konnte ich die beiden wirklich mal hier so 20 Minuten machen lassen und die haben sich zusammen in Ruhe schön beschäftigt, ohne dass ich mir halt Sorgen machen musste. Jetzt im Moment traue ich mir gar nicht, die beiden allein zu lassen. Oder ich bin 2 Minuten weg und dann schreit es wer schon, weil sie halt wieder irgendwo dagegen geflogen ist oder er sie geärgert hat. Und das macht es im Moment nicht gerade einfach. Ich versuche noch zu ergründen, vielleicht rede ich auch nochmal mit der Kindergärtnerin. Ich habe halt, wie gesagt, festgestellt, er war wesentlich ruhiger und entspannter, als er zu Hause war. Also muss man das doch irgendwie nutzen können, diese Information, um es einfacher zu machen, wenn er halt im Kindergarten ist. Ich kann ihn nicht zu Hause lassen, ja, also er soll schon in den Kindergarten gehen. Aber dass man da halt irgendwie irgendwas anders macht vielleicht. Ansonsten denke ich, fahren wir schon ganz gut. Also man muss halt klare Regeln setzen. Er weiß, was er nicht tun darf. Und in dem Moment, wenn er es getan hat, erkläre ich ihm nochmal, was er falsch gemacht hat. Dann kommt halt dieser Strafenkatalog, den er auch kennt. Und das sind wirklich auch Sachen, also bei uns gibt es nicht diese Strafe, die ich ganz furchtbar finde. Dann gehst du ohne Abendessen ins Bett. Sowas finde ich immer ganz furchtbar. Mit Essen zu bestrafen, sollte man nie tun. Aber wie gesagt, Fernseher fällt als erstes aus, Geschichte fällt als nächstes aus. Ich hatte es auch schon mal, dass ich Fernsehen für heute und morgen schon gestrichen habe, wo es richtig arg war und so. Dass er das halt so merkt, oder? Letztens hatte ich zum Beispiel, es hat sich einfach angeboten, er brauchte neue Schuhe für den Kindergarten und war halt ganz stolz auf seine Hot Wheels Autos. Und weil es schon am Morgen halt Gezeter gab, habe ich gesagt, gut Vincent, damit war es das mit den neuen Hot Wheels Autos. Darfst du heute im Kindergarten noch die alten anziehen? Und habe das dann halt so zum Beispiel gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt wichtig zu sagen, was hast du falsch gemacht? Das ist die Konsequenz daraus. Und ich bin immer noch derjenige, der hier bestimmt, wie es zu laufen hat. Also ich bin derjenige, der straight bleiben muss, der dastehen muss und das Ganze vertreten muss. Sonst läuft das hier einfach komplett aus dem Ruder. Aber ich würde halt gerne noch mehr tun, weil ich habe wirklich jeden Nachmittag, wenn er im Kindergarten war, habe ich dieses Problem. Ich kann schon förmlich drauf warten. Also ich bin schon immer entspannt, weil ich denke, gut, vielleicht ist heute ein guter Tag, vielleicht haben wir heute Glück und es läuft alles super. Aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so und dann muss ich halt irgendwie damit umgehen. Und das mache ich halt so, wie ich es euch gerade geschildert habe. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, wie ihr das handhabt. Wie reagieren euer Kinder? Vielleicht habt ihr schon was festgestellt, vielleicht habt ihr was ausprobiert, was super funktioniert hat. Dann gerne her mit euren Tipps. Vielleicht habt ihr aber auch so, vielleicht seid ihr Pädagoge oder weiß der Geier. Und habt jetzt gemerkt, okay, das machst du vielleicht falsch. Mach das mal ein bisschen anders. Das würde mir natürlich auch helfen. Auf jeden Fall ist es für mich sehr, 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 sehr schwierig, weil
ich möchte nicht böse auf ihn sein und ich möchte ihn auch nicht anschreien, was aber durchaus passieren kann. Wenn er es wirklich auf die Spitze treibt, dann werde ich auch laut. Vor allen Dingen, wenn es wie er sich verletzt. Ihr wisst, ne, Babys haben meistens sehr, sehr viel Glück und verletzen sich nicht. Aber da kann halt wirklich viel passieren. Wie oft ist die schon auf ihren Hinterkopf gefallen? Und dann werde ich einfach auch sauer. Vor allen Dingen, wenn halt schon, es gab schon eine Strafe, es gab schon die zweite Strafe und es geht weiter und weiter und weiter. Und dann bin ich auch einfach, dann bekomme ich auch einfach schlechte Laune und dann bin ich auch einfach fertig mit der Welt, wirklich. Ich habe dann auch mir schon mal, irgendwann war das mal, da bin ich dann wirklich 10 Minuten ins Schlafzimmer, habe gesagt, jetzt leck mich am Arsch, ich brauche jetzt 10 Minuten, ansonsten gibt es hier eine große Eskalation und habe mich da einfach auch aus der Situation rausgenommen. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir haben jetzt noch 4 Monate, dann wird Vince 4 Jahre alt. Ich hoffe, dass das so der Schnitt ist und dass dann alles wieder besser wird, weil ich habe einfach keine Lust mehr darauf, jeden Nachmittag mich streiten zu müssen. Es ist ja kein Streit in dem Sinne, aber es kommt von ihm eine blöde Reaktion, da muss ich für ihn scheiße drauf reagieren, weil ich ihm was verbiete. Und das ist einfach total doof. Auch am Wochenende, kann ich euch sagen, ist es meistens sehr, sehr viel entspannter. Und ich glaube, ich muss da einfach nochmal mit den Kindergärtnerinnen auch irgendwie, weil das muss ja irgendwie was damit zu tun haben, dass da halt im Kindergarten alles aufregender ist und er dann so gepusht ist oder so. Ich weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf eure Kommentare. Muss das Video jetzt auch beenden, weil es wieder wach geworden ist. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.